Hallo ihr Lieben, willkommen zu Fortsetzung folgt beim letzten Star Wars Special in dieser Reihe. Und es wird vermutlich etwas kürzer als geplant, weil ihr werdet schon hören, meine Stimme ist weg. Also ich habe gerade eine Erkältung überstanden und bin etwas in Zeitdruck geraten, weil ich eigentlich dachte, ich hätte dieses Video schon fertig und dann hatte ich es doch nicht fertig. Und jetzt muss ich das mit dieser Stimme machen und deswegen entschuldige ich mich schon mal dafür. Und falls ihr merken solltet, dass hier mehr Schnitte drin sind als sonst üblich, dann liegt das vermutlich an den Hustenanfällen, die ich rausgeschnitten habe. Und ja, auch dafür sorry. Aber ich möchte dieses Special nicht ausfallen lassen. Es ist eines der wichtigsten eigentlich. Es geht um die Filme selber. Und ich möchte gleich zu Anfang das hier schnell abhandeln. Die neue Trilogie. Darüber möchte ich nicht groß reden. Ich habe das bewusst ausgeklammert. Ich habe sie jetzt auch nicht nochmal angeschaut, weil ich bin mir zwar durchaus bewusst, dass diese Filme irgendwie wichtig waren, gerade auch für unseren Club. Also wir haben ja damals angefangen, mehr oder weniger als Episode 1 dann schon angekündigt war und die ganze Vorbereitung darauf machte Großteil unseres Clubmagazins aus. Aber gerade im Vergleich zur alten Trilogie kann man das eigentlich ja nicht wirklich ernst nehmen. Und speziell den zweiten Teil mochte ich gar nicht gerne. Also ich hatte, es ist wieder schon ein paar Jahre her, glaube ich 2 oder 3, dass ich mir die ganze Trilogie dann nochmal angesehen habe. Und im Gegensatz zu den alten Filmen war ich bei den neuen wirklich gelangweilt, weil ich irgendwie alles schon wusste und da nichts mehr dahinter war, wo ich dann dachte, oh ja, das ist schön und daran erinnere ich mich jetzt. Und speziell der zweite Teil, der hatte für mich einfach dann großartige Längen. Also, boah. Und der dritte, der geht dann wieder. Und wie gesagt, die erste Episode 1 ist insofern, hat einen gewissen Sonderstatus, weil ich weiß, ich war damals 10-mal im Kino, trotz Jar Jar Binks. Und ich war von Königin Amidala besessen und irgendwie gehörte das dazu alles. Aber wie gesagt, das möchte ich heute hier ausklammern. Bei der Gelegenheit möchte ich dann auch nochmal das hier zeigen, weil das ist mehr oder weniger mein wertvollster Besitz in Bezug auf Star Wars, den ich habe. Das ist nämlich, also das hier sind noch Videokassetten, das ist die letzte, vermutlich die letzte Ausgabe, die es gab, bevor die Special Edition rauskam. Das heißt, das ist Star Wars, so wie ich es noch gesehen habe, damals im Fernsehen mit 12. Das heißt, die ganzen CGI-Sachen, die dann später noch dazugefügt wurden, die sind ja alle noch nicht drin. Natürlich ist dann auch Ton- und Bildqualität noch nicht so brillant, wie das später bei den Ausgaben dann war. Aber was für mich ganz wichtig ist, bei Rückkehr der Jedi-Ritter ist das Ende noch ursprünglich. Das heißt, es ist Sebastian Shaw war das, glaube ich, der damals Lukes Vater gespielt hat, in diesem, als Geist dann am Ende, der ist noch drin, statt Hayden Christensen. Das Endlied ist auch noch dieses lustige Jupp-Nupp von den Ewoks und nicht dieses Hochorchestrale und Engelschöre und was weiß ich nicht. Und deswegen ist das was ganz Wertvolles für mich. Ich habe es in der Fassung jetzt auch lange nicht mehr gesehen, das muss ich dazu sagen. Für mich ist es momentan etwas, wo ich einfach sage, okay, ich habe es. Und ich freue mich, dass ich es habe, aber die Arbeit, die ich mir da machen muss oder auch wirklich mal noch machen werde, ist, dass ich einen Videorekorder mit meinem Blu-ray-Rekorder zusammen verbinde und das digitalisiere, damit ich das später auch wirklich mal habe und auch mal wieder gucken kann. Was ich nun also stattdessen geguckt habe, ist diese Fassung. Auch nicht die allerneueste, wie ihr sehen werdet. Es gibt inzwischen ja auch eine Blu-ray-Fassung mit allen möglichen Extras noch. Das hier ist die Fassung, die es kurz vorher gab, als man eben noch nicht gesagt hatte, dass es auch mal noch Blu-ray geben wird. Das verärgert mich im Nachhinein ein bisschen. Man erwartet immer, dass die Fans dann alles kaufen und ich sehe das irgendwo auch ein, ab einem gewissen Punkt. Und deswegen habe ich dann auch mehr oder weniger aus Prinzip darauf verzichtet, mir die Blu-rays zu kaufen. Das sind also noch DVDs. Und die habe ich im Zuge dessen jetzt nochmal geguckt. Und muss sagen, ich finde es erstaunlich, speziell wenn ich mir so überlege, ich habe die Filme jetzt mindestens 20 Mal jeden gesehen. Und trotzdem ist das immer noch was, wo ich total fasziniert von bin, wo ich dann wirklich vor dem Fernseher klebe und mitfiebere. Und das muss ein Film erstmal hinkriegen. Klar, haben alle irgendwie so ihre Längen. Also speziell Krieg der Sterne ist für mich immer so ein Punkt, ich steige dann so gedanklich am Ende aus, wenn die den Todesstern angreifen. Weil das ist so eine unglaublich langweilige Sequenz und ja, da mache ich dann irgendwie schon, da räume ich schon nebenbei ein bisschen auf und so. Ich weiß nicht, ob das der Zeit geschuldet ist oder einfach schlechtes Drehbuch, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das gehört alles mit dazu. Wie ich ja schon mehrfach gesagt habe, ist Rückkehr der Jedi-Ritter mein Lieblingsfilm von allen dreien. Daran hat sich nach wie vor nichts geändert. Ich glaube auch, den habe ich ein bisschen öfter gesehen als die anderen. Normalerweise habe ich immer gleich alle Filme geguckt, aber ich glaube, den habe ich tatsächlich ab und zu mal so zwischendurch geschaut. Und den hatte ich auch eine Zeit lang ja, als Kassette aufgenommen. Das heißt, ich habe damals noch vom Video
auf eine Musikkassette quasi nur die Tonspur und habe das dann immer wieder gehört und gehört. Ich kann die Trialoge teilweise echt auswendig, das ist echt krankhaft. Ja, was ich mir eigentlich für die neuen Filme jetzt wünsche, ist, dass sie mehr an diese Filme anknüpfen, was sie, glaube ich, auch tun. Also jetzt nicht nur, weil die Schauspieler wieder mit dabei sind. Wenn man so den Trailer sieht und auch hört, was J.J. Abrams sagt und was die Schauspieler so sagen, hat man wirklich den Eindruck, dass sie mehr an diese Filme anknüpfen wollen. Und insofern würde ich mir auch wünschen, dass viele Kleinigkeiten einfach wieder da sind. Also was mir zum Beispiel immer wieder, was für mich für Star Wars dazugehört, ist gerade in Krieg der Sterne, dieser Gong-Roboter. Diese Tonne, die einfach nur rumläuft und die ganze Zeit macht Gong, Gong. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, kann sich kein Mensch in der Vorausplanung so ausdenken. Also wenn man das Drehbuch schreibt, wird da sicherlich nicht drinstehen, ja, kommt ein Roboter, macht Gong. Aber das sind einfach so Sachen, die beim Drehen wahrscheinlich entstanden sind. Und solche liebevollen Details, die haben mir dann gerade in den neuen Filmen irgendwie gefehlt. Da war alles so durchgeplant und alles. Man sah wirklich ganz genau, weil ja eh alles CGI war. Das war alles von vornherein so geplant. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass die alten Schnitte wieder drin sind. Ich weiß, es ist total altmodisch, 70er Jahre, so diese Überblenden und sowas. Aber ich finde, das gehört total zu Star Wars dazu. Und ich bitte, bitte, J.J. Abrams, mach diese Schnitte wieder so. Und ansonsten kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Star Wars ist Kult, Star Wars liebe ich. Und ich kann es immer wieder gucken. Und am Ende bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, es ist jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, knapp einen Monat noch, bis der Film in die Kinos kommt. Und ich bin durchaus sehr aufgeregt, habe meine Kinokarte schon. Ich glaube, das war die letzte Woche vorher dann noch ein bisschen schlimmer. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so, ich bin bereit, der Film kann kommen und ich lasse alles auf mich zukommen. Ich lese keine Spoiler, ich gucke natürlich die ganzen Spots, Trailer, die jetzt gerade noch ein bisschen rausgeworfen werden, aber ich lese, wie gesagt, nichts dazu und lasse mich völlig überraschen, gerade auch, was mit Luke Skywalker ist. Das ist ja dieses große Mysterium, wahrscheinlich ist es irgendwie total albern am Ende, aber ich freue mich total drauf, ich hoffe, ihr tut das auch und entschuldigt nochmal diese Stimme. Wie gesagt, es war nicht so geplant, aber ich wollte diese Reihe doch abschließen. Wenn euch das trotz allem gefallen hat, gebt mir einen Thumbs up. Bleibt durchaus auch bei diesem Kanal dabei, es geht zwar nicht immer um Star Wars, aber die Rubriken, so wie ich sie hier präsentiert habe, sind eigentlich auch so meine Rubriken. Und wenn alles klappt und meine Stimme einigermaßen mitmacht, gibt es nächste Woche wieder ein Kramzeugs, das heißt ein Monthly Favorites, diesmal vom November. Und ansonsten gehabt euch wohl, möge die Macht mit euch sein. Bis bald.